Etwa eine halbe Stunde fährt man von Aschaffenburg aus durchs Grüne, bis man das Ortsschild Rüdenau erreicht. Ein kleines Dorf mit 700 Seelen, einer Kirche, idyllischen Weideflächen und der größten Whisky-Destillerie Kontinentaleuropas. St. Kilian gibt es zwar erst seit 2016, doch in den 2 Jahren ist hier etwas ganz Besonderes entstanden. Warum das so ist, weiß Geschäftsführer Mario Rudolf. Erstens mal, der Andi ist ein absolut spezieller Typ, der einfach sagt, machen, 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 vorausgehen, ohne Angst, ohne Sorgen. Wir packen das, wir gehen es an und investiert einfach sehr viel Geld. Das muss man erstmal machen, den Mut muss man haben. Und das, würde ich mal sagen, ist ein absolutes Plus für ihn. Und das ist mal das eine. Man muss ja ein bisschen verrückt sein, um sowas zu machen. Und das andere ist die Größenordnung natürlich. Ach, also es ist schon ein Projekt für Deutschland, einfach das Maßstab setzt. Und dementsprechend natürlich auch eine Verantwortung, die ich gerne annehme. Und das auch Spaß macht. Und so diese Kombination, die Größe und dann ein bisschen das Verrückte, was wir alle so drin haben, so ein bisschen Quereinsteiger auch, weil ich bin ja kein Destillateurmeister gelernter, das macht so ein bisschen die Würze aus in der ganzen Geschichte, denke ich. Ursprünglich sollte das Gelände ein Wertstoffhof werden. Aber Whisky-Liebhaber Andreas Tümmler hat das Potenzial des Ortes erkannt und ihn kurzerhand in eine Destillerie verwandelt. Um seinen Traum vom eigenen Whisky zu verwirklichen, lernte er von einem der erfolgreichsten Whisky-Distiller Irlands, David Heinz. Mit Mario Rudolf stellte er kurz darauf seinen eigenen Master-Distiller ein. Ja, ich bin dann dazugekommen 2015. Ich bin ja eigentlich gelernter Brauer und Melzer, habe in Weidstephan zum Braumeister studiert und war dementsprechend als Braumeister tätig in der Braubranche bei mehreren Brauereien und war also nicht hier in meiner Heimat, ich komme aus Amerbach, ist gleich nebenan, 10 Kilometer entfernt. Und über einen Zeitungsartikel hat meine Oma mir mitgeteilt, Mensch, da entsteht was. Da entsteht eine Whisky-Distille, interessiert dich das vielleicht? Und es hat mich dann so interessiert, dass ich mich dann hier auch beworben habe. Und dann war mir eigentlich relativ schnell klar, ich möchte eigentlich nichts anderes machen, wie hier erstens mal in Heimat, zweitens mal so ein Projekt, das kann man vielleicht einmal im Leben machen und dann muss man die Chance einfach nutzen. Seitdem ist bei St. Kilian viel passiert. Während der Whisky noch in den Fässern ruht, hat das Team die Zeit genutzt, um die Anlage wachsen zu lassen und neue Ideen zu verwirklichen. Dabei setzen die Distiller nicht nur auf modernste Technologien, sondern bleiben auch der Handarbeit treu. Mit viel Geduld und Liebe zum Detail, aber auch einer guten Portion Experimentierfreude, werden hier neue Spezialitäten kreiert. Und das scheint ein Erfolgsrezept zu sein. Wir kommen ja so langsam so unter dem Radar vor und werden langsam so bekannt in der Szene. Und man merkt über diese Spirit of St. Kilian, diese Batches, die wir rausgebracht haben, wo man einfach schon mal sieht, okay, wie ein gereiftes Produkt von uns schmecken kann, da ist die Resonanz wirklich phänomenal gut. Und da freuen wir uns total drüber. Da kriegt man schon mal so einen Ausblick, wie kann in Zukunft dann unser Whisky schmecken, den wir ja nächstes Jahr im Mai dann das erste Mal eben präsentieren können. Ein First Release und von dem her super Resonanz. Wir haben noch Liköre am Start, die kommen auch bei der Frau dann natürlich ganz gut an. Und dementsprechend auch mit ein bisschen Preise schon dekoriert, sind wir sehr zufrieden. Und das kann das Team durchaus sein. Vor allem seit Anfang 2018 starten die Spirits von St. Kilian auch international durch. Eine Auszeichnung für den weltbesten White Dog, der zu Silber und Bronze bei der San Francisco World Spirits Competition. Die Whisky-Destiller stehen hoch im Kurs. Dabei ist es bis zur ersten richtigen Whisky-Abfüllung noch ein knappes Jahr hin. Klar, dass da auch die Einwohner im kleinen Rüdenau ein bisschen stolz auf ihre Distiller sind. Ja, in Rüdenau ist natürlich jeder Feuer und Flamme, weil sowas entsteht hier. Ortseingang zum einen, zweitens mal ein kleiner Ort. Es gibt hier nicht viel Industrie. Von dem her ist hier jeder Feuer und Flamme. Es gibt Whisky-Clubs, es wird sich hier im Whisky-Lager vorher regelmäßig getroffen. Also da ist jeder infiziert und jeder macht sich Gedanken, wie kann er sich damit einbringen. Und von dem her, ja, kann es nicht schöner sein. Auch eines der ersten Fässer hat sich die Gemeinde Rüdenau schon gesichert. Damit sind sie nicht die einzigen. Fast 400 Fässer sind schon im Vornherein verkauft. Und die Begeisterung am St. Kilians Whisky nimmt nicht ab. Mit dem Hinterherkommen in der Produktion hat das Distiller-Team zum Glück keine Probleme. Dafür so langsam in der Lagerkapazität.
Projekte sind auf jeden Fall die Erweiterung unserer Fasslagerkapazität. Das ist jetzt was, wir sind hier quasi am Standort fast zu 100% ausgelastet und machen uns jetzt gerade Gedanken, wie wir weiter lagern, haben da auch schon tolle Lösungen. So, das ist für uns so ein großes Projekt. Und natürlich dann das Highlight, Whisky. Wir füllen Whisky ab. Das wird ab nächstes Jahr dann eben ab Mai dann so das große Highlight für uns sein und so das richtige Erwachen dann von St. Kilian. Dann gibt es erstmal ein Whisky. Das ist das Wichtigste. Darauf warten mittlerweile Whisky-Liebhaber weltweit mit großer Spannung. Und auch sonst darf man sich freuen auf die vielen raffinierten Kreationen, die mittlerweile gar nicht mehr so kleine Rüdenauer Destillerie in der Zukunft bereithält.